Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together in World of Warcraft. Mit unserem Bomblier, der Entdecker, und mit unserem Glickner. Hallöchen. Und. Entschuldigung. Das habe ich jetzt aufgehalten bei deiner Begrüßung. Das muss raus. Oh oh, alles raus, was keine Miete zahlt. Und mit der Hama hier, unsere geile Schneiderlehrerin. Geh mal weg, das ist meine hier. Hallo Mäuschen, ich bin Schneiderlehrling. Bilde mich auf. Und wisst ihr, was ich schon wieder festgestellt habe? Ich weiß schon, wo ich den einfädeln muss. Was? Die verfickte Tastaturbelegung, ne? Ja. Ich muss die jedes Mal neu belegen. Du, was erwartest du? Wenn ich hier wieder reinkomme. Weißt ja, du, das ist doch kacke, ey. Das sind die Leute, die Alpha hier die Early Access Version kaufen und dann jetzt meckern über so ein hochqualifiziertes Produkt von Blizzard. Ja, können die das nicht hier irgendwie, weiß ich auch nicht. Nein, nein, das geht nicht. Wollen wir mal rausgehen hier? Mir geht dieses Geglitzer von dem Brunnen hier ein bisschen auf den Keks. Ich weiß, ich habe den selber hingesetzt, trotzdem. Dankeschön, das wollte ich auch gerade sagen. Ich muss euch ja noch was zeigen. Warte, ich bin sofort soweit. Ja. Moment. 7. Ich weiß es auch aktuell gar nicht, ob ich aufnehme, weil irgendwie ist das alles bei mir ein bisschen arsch. 7. Okay. Boah, das geht mir so am Sack, ne? Ich folge dir mal unauffällig. Ich weiß jetzt nicht, wo bist du hin? Ich bin hat er das jetzt gemacht? Ach, was denn? Hat er gemacht? Weil die scheiß Tastaturbelegung. Jedes Mal kann ich die Rotze neu belegen. Ich glaube, sie ist sauer. Mann. Ja, das geht mir auf den Sack. Jedes Mal den Klumpatsch da neu. Blizzard. So, blicket empor! Er kann fliegen! Ja! Ja, yeah, aber wir müssen noch mal eben hoch, Leute. Da ist nämlich noch das hier, Klato Verata. Hallo, ich kann fliegen! Ja, oh, schön. Seit wann das denn? Seit wann das denn? Die ist so geil. Seitdem ich, keine Ahnung, die letzten Tage mal mein Postfach, mein Bankfach ausgeräumt habe und da über alle möglichen Stoffscheiße gefallen bin. Und man kriegt hier auf diesem Server echt, also 80 Gold für einen 10er Stack Runenstoff. Ich krieg noch Geld von dir, ne? Ja, ich weiß. Sollst du auch bekommen. Und da habe ich mir dann erstmal das Fliegen, nachdem ich hier irgendwie 400 Gold eingenommen habe, dann das Fliegen hier gelernt. Ja. Ja, sehr geil. Dann war jetzt wieder episch so, wie du kannst fliegen. Woher? Das ist der Hammer. Das ist wieder typisch Billy, ey. Das ist der absolute Kracher. So, wenn der eine Typ da jetzt wieder tot am Bett rumliegt, dann können wir den auch anquatschen. Könnt ihr damit reinhauen, ne? Können wir? Weiß ich nicht. Wo ist er denn? Diese beseelten Untoten hier oben. Wo? Diese Schädel, die hier rum. Geistern. Mein ich sehe keinen Schädel. Brenn hier ein Feuerwerk ab. Ach, da. Ja, und sonst so? Sind die jetzt bald fertig da, oder was? Das war echt geil. Ey, hallo, ich kann fliegen. Oh, ach ja. Ja, schön. Ja, schön. Genau so. Weißt du, und vorher noch, ja, ist nicht so wild, wann du mir mein Geld zurückgibst, aber dann gleich. Ich krieg noch Geld von dir. Ich hab's nicht typisch vergessen. Frau, ne? Ich weiß noch. Typisch ja. Frau, ey. Aber echt. Wir kriegen auch Geld von dir. Muss ja erst mal die dicke Kohle im Haha machen, ey. Ja, es ist wie die Olle hier von Transocean da. Die hat mich übrigens in einer Folge so ausgenommen. Ja, ich habe mir ein Schiff gekauft. Endlich habe ich jetzt ein zweites Schiff übrigens. Mhm. Und, hat er von deinem Glühwein getrunken, sag mal? Der ist am Kotzen, ne? Die Kotze schleudert. Ja, und dann hat sie tatsächlich, ich hatte noch, keine Ahnung, 2 Millionen oder so auf dem Konto. Und dieser alte, föhnfrisierte Raffzahn reißt sich dann knapp, weiß ich, 4 Millionen unter den Nagel. Also war ich mit 700.000 im Minus. Die ist echt krass, die Alte. Die ist ekelhaft, die Frau. Also ich meine, sie sieht richtig geil aus, aber... Was kotzen die denn hier so durch die Gegend? Ja, ach, der, da kommen diese Popel da aus. Können die jetzt mal hier fertig sein? Die macht das Licht. Zwingt euch zurück in den Abgrund. Ich hab schon mal Feuertote hingestellt, damit es ein bisschen schneller geht.
Viel kann ich nicht machen. Pass auf, ich kann ja auch noch ein bisschen Glitzerfunkel machen hier, pass auf. Ich sag dir so. Aber ich habe eine Lightshow hier in der Bude. Meine Fresse, ey. Hier, das können wir auch noch machen. Kreis der Heilung flimmert auch ein bisschen. Oder hier. Das ist auch schon gut. Wie lang dauert das Ritual denn, bitteschön? Da sind wir ja morgen noch dran. Ja, guck mal, ich habe den Boden lackiert. Ich glaube, fertig. Dankeschön. Ja, da hinten liegt er jetzt wieder. Wir sind so, hier. Jetzt sind wir dran. Ans Nacken. Oh, das hat für uns auch gezählt. Ja. Cool. Echt? Eine echte? Oh, ja. Wie geil. Oh, das ist ja. Ja, Tatsache. Schön. Coole Sache. Super, alle dann runter. Gehilfe Klaatu. Herzlich gegrüßt. So, ihr bekommt möge das. Möge eure Familie gesegnet sein. Super, 12.000 Erfahrung. 4 Gold. So. Gehilfe Klaatu hat euch informiert, dass Truppenkommandanten Danat Trollwann nach euch sucht. Sprecht mit ihm in der Kaserne der Ehrenfeste auf der Höllenfeuer-Halbinsel. Oh. Alles klar. Dann gehen wir doch mal dahin. Ach, sagt mal übrigens, ihr. Leute, also das, braucht ja. Ihr noch, guckt mal, ich habe hier noch, da ich ja versucht habe, was im AH zu verhökern, ich hätte noch das hier im, das im Angebot, das und das. Schmeißt du es jetzt auf den Boden? Ach so, nein. Ich muss schon sagen, hä? Ach, das ist doch wieder ein Scheißding. Gut, okay, das brauche ich nicht. Zweihandwaffe, geringer Einschlag. Das brauche ich auch nicht. Warte, was war das letzte? Armschiene, geringe Ausdauer, ne? Geringe Ausdauer? Okay, pass auf, geht noch weiter. Oh mein Gott. Großes Mana brauche ich auch nicht. Oh. Große Verteidigung, Umhang. Ja, Verteidigung, das wäre was für dich, ja. Armschiene. Ja, also Umhang, große Verteidigung würde ich nehmen. Und Schild. Schwache Ausdauer. Das würde ich an deiner Stelle auch nehmen. Also, was darf es sein? Ja, und Brust, große Gesundheit, ne? Ja. Ja, genau. Dann lass mal machen hier. Ja, was denn? Was willst du haben? Sag wo mal, bist mal. Du denn? Wo ich bist du denn? Hier, wo bist da. Du denn? Ich bin der mit dem Grün. Ja, genau. Warte, was haben wir jetzt gesagt? Ich muss mal eben kurz hier mein Ding aufrufen. Handeln. Warte. Handeln. Wir haben jetzt gesagt, einmal Schild, schwache Ausdauer, ne? Schild, schwache Ausdauer, bitteschön. Ne, brauchst du mir nicht geben, ich geb dir die Rolle. So. Kannst du selber machen. Ah, super. Warte mal, ich wollte dir... Schild, schwache Ausdauer hast du gesagt, ne? Ja, Brust, große so. Gesundheit. Dann gibt's einmal Brust oder Keule. So, einmal Brust. Dann haben wir gesagt, Umhang, große Verteidigung. Umhang, große Verteidigung, aber selbstverständlich. Und Armschiene, geringe Ausdauer. Armschiene, geringe Ausdauer, aber auch in dieses kommt. Aber bitteschön. Ah, du bist der Mega-Burner. Ich Dankeschön. Weiß. Bitteschön. So, was haben wir denn jetzt hier? Schild. Schild, dann Brust. Er kann fliegen, er kann fliegen, er kann reden, jawohl. Dann Umhang. Er sitzt und spricht. Und Armschiene. Yay, perfekt. Super geil. Ich danke dir ganz, ganz lieb. Ja, ja, bitte, bitte, keine Ursache. So, Gehilfe Klaatu hat euch informiert, Danat. Trollwall, der ist hier wir drüben, jetzt ne? Hin? Ja, wir können hier rüber. Wir müssen hier oben in die Feste. Warte genau. Mal kurz, hier ist noch irgendwie eine Quest, sehe ich gerade in dem Gasthaus. Ich guck mal eben kurz. Ja, es ist doch Dings. Halloween. Halloween meinst du? Ja. Ja, genau. Na, Tatsache, ich glaub, stimmt, der hast recht. Hier unten, ja. Oder? Das ist die ganze Scheiße direkt von der Bonbonfresser, weißt du? Ach ja, das nervt mich, ey. Ja, gut. Genau, hier die. Aber da können wir eventuell nachher mal in das Dungeon gehen. Um von dem Endboss mal so ein bisschen was abzugrasen. Können wir tun. Der hat doch auch noch irgendwie auch so ein Pferd, was er fallen lässt, ne? Ja, ich glaube. Das Licht sei mit euch. Seid ihr alle dabei, Trollbein? Ich hab schon die Quest angenommen. Ich komme. Also irgendwie kann es sein, dass die jetzt in dem Patch größer geworden sind, die Teile? Nee. Vielleicht sind die Zweige einfach nur kleiner geworden. Also mir kommt das echt so vor. Ist ja auch egal.
Müssen wir jetzt, wenn wir unten sind, lass uns mal eben auf die Karte gucken. Sie. Und das zwar, sieht so geil aus, wie die Typen laufen, ey. Alle drei so flup, 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 flup. Ja, irgendwie Flummis, ey. Sehr geil. Immer schön locker aus der Hüfte. Achso, ich habe jetzt übrigens wegen deinem Lachkrampf habe ich jetzt beim Interface mein Helm deaktiviert. Ja, damit ich die Badekappe nicht mehr aufhab. Du kannst sie ruhig auflassen. Nee, das kannst du nicht mehr spielen. Guck mal, ich bin ja nur auch nicht besser mit hier mit meinem Gaylord-Hut. Ja, aber das Nupsis passt doch zu dir. Ja, hier anwesend. Ja. Nupsis, wo sollen wir denn zuerst hin? Guck mal bitte auf die Karte. Du haben Krone, du sagen wohin. Ja, ist mir Wurst. Also wir haben ja jetzt so Richtung Osten noch so weich wie Butter, die Bussardflügel. Und dann nochmal nach unten. Sollen wir die erst nochmal machen und dann hoch? Oder? Also ich würde fast sagen, oder? Wir machen da unten die beiden noch. Also meine ist 5 Suche nach Anführern und dann die 7 wilde Leerwandler. Das genau, und dann die so weich wie Butter. Das ist jetzt so östlich von uns, ein bisschen weiter unten. Dann lass uns die machen, oder? Fangen wir mit der an. Dann arbeiten dann wir uns gegen den Uhrzeigersinn rum. Ja, okay. Wir können alle fliegen, ne? Jo. Okay. Huhu. Okay. Ja, genau, die Bussarde sind ja auch jetzt hier direkt. Ja, und wenn ihr dann Fleisch habt und so, ne, dann bitte an mich, weil ich Pflanze. Ja. Ja, Blume. Blume. Ja, ja, nee, Fleisch. Achso, ihr alle drei so. Blume. Ich hab, glaube ich, noch Fleisch für dich sogar im Gefäsch. Das finde ich gut. Ja. Mein lieber Schwan, hier geht's halt wieder zur Sache. Ist das Loot geil für alle? Nee, ne? Doch, ich glaube für alle. Habt ihr jetzt auch einen? Also wenn ihr jetzt einen habt, dann ist für alle. Warte mal. Nee. Doch, doch, zählt für alle. Ihr habt auch einen. Hier ist noch eine Blume. Nee, doch nicht. Entschuldigung. Hier wachsen noch so extra Blumen. Ja, aber die können wir noch müssen wir. Ich bin außer Reichweite. Die müssen wir dann nochmal dann zukünftig machen. Separat. So, fleischiger Bussard. Erst etwas anvisieren. Gehen wir mal runter hier. Ja. Oh, ich häng fest. Ich häng fest. Also da lohnt sich gar nicht, meine Totems auszupacken. Nee, nicht wirklich, bevor du die aufgestellt hast. Ja, sind wir schon fertig. Das ist zu weit entfernt. Da sind wir schon fertig. Bam. Aber es ist natürlich sehr schön, dass es so schnell geht, ne? Jo. Ja. Können wir uns ja alle eine Hand aufmachen. Da sind wir dann noch. Ja, genau. So. Übrigens, ich habe mal geguckt, ja. Ich hatte doch gesagt, ich kann mir schon mein Dings zusammen tackern. Mein fliegenden Teppich. Mhm. Ja, da war ich ein... Zusammentackern. Ja. Sitzt da dann, tackert. Ja, klar. Und ich musste ja mal, hab da mal in mein Bankfach geguckt, weil du brauchst 4 Goldtrainite dazu oder 3 Niete, wie man die Dinger auch nennen möchte. Und hat er natürlich nicht, hat er nur so eine scheiß goldene Perle gehabt. So, dann habe ich geguckt im AH nach so einem Edelstein. Und ich musste dann meine Augen erstmal reiben und gucken, ob ich wirklich richtig sehe. Vielleicht lag es am Wochenendkurs. Die haben verlangt einen Teil, der nur wirklich übelstes Low-Level ist. 580 Gold für einen. Kann ich noch nicht wirken. Was? Ja. Echt jetzt? Ja. Ich würde sogar behaupten, dass das Standardbetrag ist, weil das Teil nämlich sehr, sehr, so selten, also es ist nicht selten, aber es ist schwer zu kriegen. Also das ist ja wirklich ein krasser Kurs. 600 Gold für einen so einen dreckigen Edelstein? Naja. Den du sonst... Wie viel haben wir denn jetzt hier? Überhaupt hinterhergeschmissen kriegst. 6 von 12 erst? Alter. Ja, irgendwann werde ich meinen Teppich auch haben. Wahrscheinlich, wenn ich mir den dann zusammenholen kann, gibt's den nicht mehr. Haben sie weggepatcht oder so. Ich kenne ja mein Glück. Kann ich noch nicht sagen. So.
So, ich hole mal eben ein bisschen was zusammen hier. Ja, hier kriegst du mein Schild. Ach scheiße, jetzt hab ich mir das Schild gegeben. Liebling, schützt dich. Ich pass auf. So. Nochmal. So. Dann die zwei hier. Das sind jetzt aber schon dry. Ja, dry. Also dry zusammen. Ja, ja, auf jeden Fall. Yes, ja. So, was haben wir denn hier? Gear. Stoff? Gear drücken, bitte. Gear drücken. Gear. Gear, Gear. Auf jeden Fall Gear. Heil? Naja, damit du deine Punkte im Verzauberung kriegst. So. Ja, erstmal muss ich ja gucken, ob ich mir den Stiefel anziehen kann. Also so im wahrsten Sinne des Wortes. Blume. Ja, aber selbst wenn nicht, kriegst du ihn trotzdem. Okay. Wegen deiner Verzauberkunst. Geht ihr schon mal weiter? Ich hole mir eben hier hinten die Blume. Hey. Oder brauchst du Hilfe mit den Schweinen? Nö, oh, die Säule krieg ich auch so hin. Geht's halt. Danke. Oh, herzlichen Glückwunsch. Super. Ich kann in der Auchenei. Juhu. Bum, bum. Na, ich habe jetzt die Hälfte. 50%. Sehr schön. Hier kannst du die Sau ledern. Die Sau kannst du ledern. Hier, guck mal, kannst du die Sau ledern. Ich hab dir deine Feder hinterlassen, Nico, dass du schneller wieder aufschließen kannst. Alter Schwede, alle Vögel weg. Ich will Vögel. Nein, ich will. Kopfkino. Nein, bitte raus aus meinem Kopf. Ah, da hinten unten ist noch einer. Ist der hässliche Teufelshäscher wieder. Ah, der Dicke, ne? Ja. Wollen wir nochmal versuchen, ihn zu legen? Das war ja letztes Mal. Nee, ich glaube, das kriegen wir nicht gebacken. So, wir sind doch jetzt. Ich bin jetzt 64. Das kriegen wir nicht gebacken. Ja, super. Ich hau jetzt die Heilung sowas von raus, da kommt euch zu den Ohren raus. So ein. Guck mal, wir haben jetzt gleich alle Bussardflügel. So einen übelsten Overheal. Wir sind nicht allein. Nee. Und Amenitra ist online. Warte mal, hier ist noch. Sehe ich gerade. Hier ist noch einer bei mir. Hier sind sie wieder gespawnt. Kommt mal her zu mir. Ich bin da gleich da. Ja, die hauen mich. Ah, hier. Ja, genau. Ah, Cookie. Hallo, Vögelchen. Zwitscher. Ich glaube, das sagen sie nicht. So, da war das jetzt wieder ein Schuss. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, wir haben alle Bussardflügel. Haben nee. Wir? Nein. 12 von 12? Ich brauch nur einen. Ich auch. Ach stimmt. Kann ich noch nicht sagen. Die Herren der Schöpfung brauchen nur einen. Bei Karambei. So, mal gucken, was das ist. Jetzt aber. Oh, was ist das denn? Faustwaffe? Ist was für ein Charmy. Machen wir nee, auch nicht mal wirklich. Ja, also Charmy nur dann, wenn der ein Elementar-Charmy wäre. Aber ich bin ja keiner. Achso, nee, ich hab jetzt nicht auf die, auf die Stats geguckt. Ich habe nur geguckt auf die. Also, auf die Art. Auf die Waffenart? Waffe. Ja. Wir sind fertig. Ja? Ja. Stimmt. Super. Ja, Nico, kommst du mal gerade kurz zu mir, Nico? Das war nur für das ich Fleisch, für dich. Ganz genau. Handeln. Ich habe auch noch Meter Fleisch für dich. Wo ist es denn hin? Ein Meter Fleisch? Ja, das habe ich da. Und, Oh, der Teufelshäscher ist da. Oh ja. Genau, das da. Arschloch. Schicke und deine für einen Mutter. Glickner habe ich auch noch was. Handeln. Jetzt kommt's. Ich weiß nicht, kannst du leichte Federn gebrauchen? Mittlerweile nicht mehr. Nee, ne? Okay. Es ist nur für Lederverarbeitung, Magiezauber. Ja, das war, glaube ich, fürs langsame Fallen gedacht. Aber Priesterzauber steht da auch noch. Könnte sein, dass das gebrauchen könnte, aber. Na, warte mal. Als Magier hast du ja langsames Fallen mit eingebaut.
Da brauchst du die, glaube ich, nicht von Haus aus. Und als Priester weiß ich nicht genau. Also ich halte die mal. Wenn du sie mal brauchst, dann kannst du ja mal sagen. Alles klar. Genau, wir müssen runter nach Erzmagier Xintor. Ja, das machen wir dann aber am besten in der nächsten Folge, weil die sicher ist nämlich jetzt vorbei. Oha, oha, oha. Krass. Okay, dann, ja, meine Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Diese ging natürlich wieder super schnell um, leider Gottes. Aber der Klickner ist 63 geworden. 64. Dicht gefolgt. Nee, 63. Entschuldigung, ich mache mich wieder älter. Dicht gefolgt vom Bomlier, der auch bald soweit ist. Und ja, bald ist wir gucken uns in der nächsten Folge dann hier unten mal den Xintor an, den Erzmagier da, die alte Nulpe. Ja, der wird nicht lange, da brauchen wir nicht lange gucken. Genau. Genau, also sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Lasst einen Daumen hoch da und einen netten Kommi, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst einen Daumen runter da, aber auch einen Kommi, bitte schön, ja? Alles das klar. Das ist das Mindeste, genau. Also dann, ciao, ciao. Tschüss.